Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Das ist die Botschaft an die Menschheit. Werdet unschuldig, macht euch unschuldig, seid rein. Überall auf der Welt wird es unruhiger, unfriedlicher und unberechenbarer. Für uns ist es heute Anlass, in unserem Weihnachtspodcast mit dem jüdischen Historiker und Publizisten Michael Wolfson ein bisschen historische Theologie zu betreiben. Und deshalb will ich ihn heute fragen, Herr Wolfson, was ist für Sie die Botschaft von Weihnachten? Also als Jude natürlich ist es für mich nicht die Botschaft des geborenen Messias, wobei ich durchaus nachvollziehen kann, dass das für Christen zentral ist. Aber Sie haben mich ja eingeführt als jemanden, mit dem Sie historische Theologie betreiben wollen. Was die Botschaft von Weihnachten ist, es lässt sich ganz einfach so formulieren. Hier ist ein Kind geboren. Ein Kind ist im Stadium absoluter Unschuld. Und das ist die Botschaft an die Menschheit. Werdet unschuldig, macht euch unschuldig, seid rein. Oder wenn ihr es nicht seid, versucht es wieder zu werden. Das ist eine wunderbare Botschaft, egal ob man Christ ist, Jude, Moslem oder was auch immer. Diese Botschaft der angestrebten Reinheit, das ist etwas Grandioses. Aber jenseits der angestrebten Reinheit, wenn wir tief in die Geschichte blicken, liegt dem Ganzen ja auch eine Konstruktion zugrunde. Richtig, aber diese Konstruktion kann auch doppelt ausgelegt werden, offensiv gegen das Judentum oder gegen den Frieden, wenn Sie das allgemein formulieren wollen, oder für eine Kooperation mit Juden und anderen Nichtchristen. Ganz konkret, was passiert hier? Jesus von Nazareth wird aber wo geboren? In Bethlehem. Das ist kein Zufall. Warum Bethlehem? Weil Jesus ja im Christentum der Erlöser, der Heiland, der Messias ist. Die Weissagung der biblisch-jüdischen Propheten in der hebräischen Bibel besagt, dass der Messias, wenn er denn komme, aus dem Hause David komme. Woher kam das Haus David der biblischen Tradition gemäß? Die Antwort lautet aus Bethlehem. Ebenso wird im Christentum die These aufgestellt, dass Jesus aus dem Hause David stammt. Also der Messias aus dem Hause David muss natürlich konsequent in Bethlehem geboren werden. Also ganz bewusst das Anknüpfen an die jüdische Tradition. Und jetzt kommen wir in die Geschichte. Die frühchristliche Gemeinschaft war bis weit ins vierte nachchristliche Jahrhundert sich noch gar nicht einig, ob sie eine eigenständige Religion sein werde mit der dazugehörigen Institution oder ob das Christentum sozusagen ein Teil des Judentums bleiben würde. Die Entscheidung, wissen wir alle, ist zugunsten der Selbstständigkeit des Christentums als Religion gefallen. Aber das war vier Jahrhunderte lang noch nicht ganz eindeutig geklärt. In dem Augenblick, wo es eindeutig geklärt war, steigerte sich die Abgrenzung vom Judentum und im Rahmen der christlichen Institution plus der Staatsmacht, der Weltmacht des Römischen Reiches auch die Aggression gegenüber dem Judentum. Das ist der historische Zusammenhang. Und wenn wir aber diesen auf den historisch-theologischen Kern zurückführen, erkennen wir in der Weihnachtsgeschichte der Evangelien ganz eindeutig die doppelte Möglichkeit. Einmal das positiv offene Verhältnis zum Judentum, aber zugleich auch die Möglichkeit der Abgrenzung.
zum positiv offenen Verhältnis würde ich Sie gerne noch einen Moment weiter fragen. Denn Sie sind jemand, der auch immer bemüht ist, den Dialog zwischen Judentum und Christentum zu führen. Nicht zuletzt haben Sie mit einem guten Freund die Weihnachts-Haggadah, die er veröffentlicht hat, kommentiert. Können Sie uns ein bisschen verraten, was dahinter steckt? Richtig. Also Weihnachten ist bekanntlich und soll auch so bleiben, ein christliches Fest. Die Haggadah gehört zum jüdischen Passach- oder Pessachfest, zum ersten Abend des Pessachfestes. Übrigens, das letzte Abendmahl von Jesus war der erste Abend des Pessachfestes, als es damals noch keine Haggadah gab. Und zur Haggadah von Pessach gehört am ersten Abend des Sederfestes, des Pessachfestes, wie gesagt, ein fester Rahmen. Das ist die Haggadah, wörtlich übersetzt die Erzählung, bildungsbeflissen formuliert heute das Narrativ, aber als Rahmen. Da wird die Geschichte des Auszuges der Kinder Israels aus Ägypten erzählt, die Fronen, also die Sklaverei der Kinder Ägyptens, wie es heißt, Gottes Eingreifen in die Geschichte, die Rettung der Juden, dazu viel Gesänge. Und diesen Gedanken hat Henning Schröter-Albers aufgegriffen. Warum? Weil, ich verrate kein Geheimnis, ich kenne Weihnachtsfeste auch, weil ich mit einer Nichtjüdin verheiratet bin und wir eine pluralistische Familie sind. Also kenne die Heiligen Abende gut, bei uns sind sie strukturiert, bei vielen nicht. Und damit dieser Heilige Abend wirklich auch etwas Heiliges oder etwas ganz Besonderes bekommt, nicht nur gutes Essen, nicht nur Geschenke, nicht nur gute Getränke, sondern angeregt von dieser Festlichkeit auch einen Inhalt zu geben, nachzudenken, warum essen wir heute zum Beispiel besser als sonst? Das ist nicht nur eine kulinarische Antwort, sondern im Ursprung hat das viel mit Inhalten zu tun. Ob man religiös ist oder nicht, aber es hat viel mit der Tradition, mit der Kultur, mit der eigenen Umgebung zu tun, in der man groß geworden ist. Und auch diejenigen, die das Christentum nicht mehr ernst nehmen, leben, ob sie es wahrnehmen oder nicht, in einer christlich geprägten Umgebung. Und Tatsache ist, der Heiligabend findet immer am 24. Dezember statt und irgendwie kann man sich dieser Atmosphäre nicht entziehen. Aber jenseits des Blabla, jenseits des guten Essens und Trinkens und auch der schönen, mal richtig gesungenen, mal falsch gesungenen Weihnachtslieder, mal nachzudenken, warum feiern wir heute? Ist das auch schön? Müssen wir feiern so? Oder wollen wir nur essen und trinken und damit Schluss? Diese Fragen stellt sich doch immer jeder. Und wenn man einen festen Rahmen vorgibt, um den Tisch herum sitzt und dann anfängt, gemeinsam darüber nachzudenken und zu sprechen, neudeutsch zu diskutieren, dann gibt es diesem Abend einen ganz besonderen festlichen Charakter. Der kann religiös sein, muss aber nicht. Und daher anknüpfend an die Pesach-Haggadah, dieses Konzept auf den Heiligen Abend Weihnachten übertragen, daher Weihnachts-Haggadah. Miteinander reden, zusammen sein, diskutieren, versuchen sich zu verstehen. Eine schöne Botschaft für Weihnachten, vor allen Dingen Respekt und Toleranz. Michael Wolfson, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und uns ein bisschen mit in die Weihnachtszeit genommen haben. Gerne. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!